Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich schulde euch wohl eine Belohnung, nicht wahr? Oh ja, zweifellos. Mein Bruder hat auch immer so viel getrunken wie ihr Zwerg. Dann war euer Bruder vermutlich ein lustiger Zeitgenosse, oder? Er konnte immer und überall Spaß haben. Und dann hat er sich auf meine Schuhe übergeben. Ach ja, die guten alten Zeiten. Und der Erbauer weinte um seine Geliebte und wandte sich erneut von seiner Schöpfung ab. Ich will ja keine voreiligen Schritte. Ich denke, diese Karawane wurde angegriffen. Aber selbstverständlich. Selbstverständlich. Unter Behaupten immer alle, ich würde die Luft verpesten. Wovon redet ihr denn jetzt schon wieder? Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Euer kleines Kätzchen bringt mich zum Kotzen. Hör gar nicht auf ihn, Sir Nase. Weißt du, riechst wundervoll. Stuhl holen. Rechtere Gebete!
mich kümmere. Geht mir aus dem Weg! Ich muss hier weg! Nein! Mir kann niemand helfen! Ich muss einfach nur hier weg! Die Elfin! Sie erweckt die Bäume zum Leben! Wir haben uns bei den Karawanen doch nur leicht verdientes Geld erhofft, aber... Erbauer, steh mir bei! Sie ist hier! Ich muss hier weg! Ich hätte nicht erwartet, hier einer der Degenlen zu begegnen. Wer seid ihr und was wollt ihr? Dann arbeitet ihr also für die Händler. Sagt den Menschenhändlern, sie sollen meine Schwester freilassen. Und sie sollen nie wieder zurückkehren. Betrachtet es als eine Warnung.